Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Two Point Hospital. So, und wir müssen neu anfangen. Haben wir gesagt, dass wir neu anfangen müssen. Mit unserem kleinen Krankenhaus. Und ja, machen wir das. Wir müssen mal kurz gucken. 2, 2, 1 haben wir. Und passt. Erstmal, eine sollte auf der Station sein, obwohl. Weiß ein bisschen wenig, ne? Also ich glaube, einen sollten wir schon noch nehmen. Oder? Nö. Wir lassen das erstmal so. So, Weiterbildung müssen wir haben. Ich habe mir nämlich was überlegt. Wir werden hier ganz gemütlich ganz kleine Räumchen bauen. So. Sollte schon reichen. Eine Mülltonne kommt rein. Eine Heizung kommt rein. Und ein Flensken und fertig ist die Kiste. Ja, der Flensken passt nicht. Draufgeschissen. So. So, wir müssen nämlich einen weiterbilden. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal Diagnostik nehmen wir jemanden. Und ich würde sagen, wir stellen den Edmund Süßstoff ein. Denn ich habe eine Idee. Wollen wir mit dem machen? Denn der wird die beiden Dinger bedienen. Oder, ja, doch. Erstmal. So, wir werden definitiv ganz kleine Küchlein backen. Haben wir schon überlegt. Und ja. Wirklich nur Personal einstellen, was wir benötigen. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mehrere Behandlungsräume haben, werden wir auf jeden Fall nur noch einen dafür einstellen, der mehrere bedient, weil wir brauchen, die sind ja nicht alle in großer Benutzung. Sagen wir es so. Ich werde ihn jetzt gleich die beiden Sachen einteilen. Sie wird das machen. Orlando Spargel. Geht aber jetzt gerade nicht, weil wir gerade keinen Platz haben. So, weil wir haben definitiv viel zu viel Kohle nachher ausgegeben. Im Monat. Für das, was gemacht werden musste. Das ist ja wirklich so, wie es ist. Aber egal, fangen wir halt neu an, machen wir halt gemütlich. Jetzt kann auch mal schief gehen. Das hat man ja dann gesehen. Es ist nicht immer alles so, dass alles so funktioniert. Ich wollte noch kurz direkt was gucken. Personal. Schauen wir damit mal. Warum haben wir eigentlich zwei Ärzte? Also nebenbei. Warum haben wir eigentlich zwei Ärzte? Hau mal ab. Ich brauche nur einen. Erstmal. So. So, wie gesagt, ihn werden wir gleich einstellen. Den Edmund Süßstoff. Der wird, Allgemeine und Kardiologie. Andersrum, so. So, und ihr beide lasst das sein. So, wer sitzt unten in der Dingens? Wer ist das? Aurora Barton.
Du bleibst dann auch bitte da. So, dann lässt du die Apotheke sein und den Rest. So, dann haben wir mich direkt schon mal eingestellt. So, dann haben wir direkt schon mal einen dafür. Orlando Spargel soll dann, ja, ist leer ein Upgrade. Müssen sowieso einen Hausmeister haben. Warte mal. Ja, wir brauchen Mechanik dafür. Dann machen wir direkt mal den hier. So. Dann würde ich fast sagen, wir brauchen dafür definitiv einen festen. Später auf jeden Fall. Dann würde ich fast sagen, ich würde den Rolando Spargel jetzt auch in Diagnostik ausbilden. Und das macht auch unser Edmund Süßstoff. Und du wirst ausgebildet. Dann kannst du nämlich die Kardiologie übernehmen. Dann würde ich sagen, wir machen das so, dass wir die beiden für die Apotheke mitmachen lassen. Erstmal. Ja, ich glaube, das passt schon. Ich glaube, da kriegen wir hin. Ah, ist kalt hier noch. Das sollen wir, glaube ich, diesmal hinkriegen. Die ganze Sache. Dann machen wir eine Heizung dahin. Dann machen wir hier vielleicht noch irgendwo eine Heizung hin. Da. Vielleicht hier noch eine. Dann hier noch eine. So. Sollte eigentlich erstmal genügen. Wir vergeben gerade 7500 aus, das ist vollkommen cool jetzt gerade. Alles gut. Ich hab doch schon. Auf zu jammern. Die Frage ist eigentlich, in den Räumen ist auch keine, ne? Kann das sein? Keine Heizungen drin. Was denn? Bin sie in den Arsch ab? So. Bitteschön. Ja, wir müssen natürlich warten, bis die fertig sind. Aber wir haben Zeit, was wir Zeit. Ganz ruhig alles. Auf jeden Fall sollten wir, Forschung bauen. Schocktherapie haben wir nicht. Das sollten wir auf jeden Fall relativ zügig machen. Den Forschungsraum. Dann würde ich auch sagen, den bauen wir hier hin. So, der muss 3x4 sein, mindestens. Dann brauche ich den 4x4. Und dann werden sie gleich. Dann bauen wir, wie gesagt, den bauen wir hier ganz genüsslich hin. Machen wir auch zwei Stück rein. Wir bauen den auch voll aus. Aber da kommt erstmal nur ein Forscher rein. Das reicht erstmal. So, vielleicht noch ein Flenskin. Passt sogar noch rein, sehr gut. Da kommen auch zwei, aber da wird jetzt auf jeden Fall erstmal hier. Ach, wir haben das Auffüllungslabor ja schon. Stimmt, das haben wir schon geforscht. Dann machen wir das hier. Komm. Ja, kommt gleich. Immer geschmeidig bleiben. Wir haben das Auffüllungslabor ja schon. Natürlich. Wir haben ja. Ist ja nicht verloren, was wir da gemacht haben. Bilder an Assistenten aus. Okay, das können wir gleich auch noch machen.
Der Raum zieht auch irgendwann um. Das ist jetzt nur... Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir brauchen den noch. Aber leider, leider nicht mehr. Instandhaltung. Sollen wir vielleicht auch einen einstellen? Wäre vielleicht noch was. Ja, ja. Ja, gucken wir mal. 10 Stück wird schwer am Anfang. Weil das halt alles dauert. So, Diagnostik wurde erlernt. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz noch rein. Der Rolando Spargel ist Apotheke. Du darfst die beiden auch aber machen. Ja, von mir aus. So, nur einer, der da dauert. Also, jetzt muss man Assistenten ausbilden. Ich würde fast sagen, in... Warum nicht in Marketing? So. Warum nicht? Mach mal. Ja, bis jetzt haben wir noch keine Krankheiten, die wir noch gar nicht heilen können, also. Jemand sehe ich noch keine. Und 45.000 noch mehr. Na gut, das dauert jetzt ein bisschen, dass der wieder besetzt ist, aber das, mein Gott, in der Zeit kann auch, ne, keiner sterben und so. Zumal wir kriegen ja sowieso kein Geld dafür. Also was soll der Geiz? Wenn ich erst einen Pixel-Typen sehe, dann werden wir da Dinge bauen. Dieses Teil. Ich meine, wir haben ja einen Arzt zur Verfügung, ne? Warum ist der kalt? In Heizung. Wie sieht das aus? Verzahle ich momentan am meisten Strom? Ja gut, und das knapp 10.000, das geht. Das ist noch vollkommen okay. Alles tutti. Bis jetzt. Muss man sagen. Jetzt nichts Wildes. Würde ich mal behaupten, 10k ist jetzt nicht so viel. Patient wurde geheilt, sehr schön. Mahlzeit. Bub Soda comes in 3 new flavors. With 23% more fizz. Open your mouth and have a bub. 24 hours a day. This is 2 Point Radio. Oh, schon mal das auch noch. Sehr gut. Auch 60.000 wieder gekriegt, sehr schön.
So. Wieder. Natürlich. Verarschen. Das Problem ist, jetzt müsste ich noch einstellen, weil. Ja, gucken wir gleich mal. Jetzt könnte ich sie wieder ausbilden. So, ab geht's. Machen wir mal schnell, damit er ein bisschen zügiger durchgeht. Der Muff. Oh, Edmund Süßstoffel befördert er noch, okay? Das heißt, den können wir theoretisch auch weiter ausbilden. Okay, Strecksaal haben wir nicht. Hat nicht geklappt, weil, ne, wir haben nichts zum Heilen großartig. Ist so, wie es ist. So lassen wir das machen, ja. So ist gut. Jetzt fertig? Ah, ja. Betreuung auch abgeschlossen. Richtiges Leckerchen. So kann der jetzt eigentlich. Der Süße. Oh, beide. Ja, gerne aber. Obwohl, wir warten jetzt erstmal noch ab, was jetzt kommt. Incineration Upgrade. Na, kriegen wir hin. Hau rein. Nö. Würde ich fast sagen, ich brauche hier noch eine Arztpraxis hin. Listening to the voice der Kleine. Of Nigel Bickleworth, your host and cultural guide on Two Point Radio. And what a splendid show I have for you today. Don't go anywhere. Wo ist mein Teppich? Ganz wichtig. So. Plänzchen fehlt noch. Die Frage, kriegen wir noch einen, der Psychiater? Psychiater ist eigentlich Blödsinn. Psychiater ist noch Blödsinn. Will er den, können wir den schon ausbilden? Was? Nachwuchshausmeister, okay. Können wir den schon ausbilden eigentlich? Hau mal ab. Ne. Noch nicht ganz. Weiß natürlich, ob wir den hinkriegen, dass wir da
Ach, der macht Pause, okay. Wir hätten dann noch einen mit Diagnostik. Hör auf, dann machen wir es so. Machen wir es so. Dann haben wir jetzt in jedem schon mal einen Raum, einen drin. Mindestens. Fast. So, jetzt fehlt eins eigentlich nur noch. Ja, das sieht gut aus. Den stellen wir ein. Und wir werden hier Allgemeinmedizin machen. Und wir werden die. Machen wir jetzt zwei. Moment. Medizinstudent. Ach so. Wir können beide dann nicht, okay. Dann sollten wir beide vielleicht dafür einen machen. Das wäre vielleicht mal Knorke, Allgemeinmedizin. Dann holen wir uns einen und dann machen das beide. Und die werden auch dann da bleiben. Da drin. So, das haben wir auch fertig. Sehr schön. Jetzt kommen wir ein bisschen Bilder ein Arzt aus. Aber ich habe kein Glück bei sowas, im Leben nicht. Ah, Vorsprung sind auch okay. Sind wir sowieso gerade dabei. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns gleich das Gebäude hier. Ja, dann können wir hier auch anfangen, gewisse Räume zu bauen, wenn wir welche brauchen. Zum Beispiel ein Auflösungslabor. Ein Arzt werde ich einstellen für alle Gebäude. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde 2 Point Hospital. Schön singen.